But here's my number. So call me maybe. Oh! Reiche die Kamera an jemanden, der stinkt. Was sagst du? Mario! Guten Morgen aus Gifhorn. So, wir sind jetzt wach. Schütte tut relativ doll weh schon in diesen frühen Stunden, aber wir sind jetzt auf dem Weg zur Halle und dann werden wir mal gucken, was da alles drin ist. Da sind wir wieder. Moinsen. Ein Junge kämpft dich nach oben, kannst du mir fern sein, weil ich bin weitergezogen, es tut mir sehr leid. Hey, I just met you and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. Wir haben euch vermisst. Wir sind jetzt an der Halle angekommen. Jonas ist schon drin. Und wir werden uns gleich gut warm machen. So lustig ist, dass wir halt das letzte Spiel der Saison gegen Bremen hatten. Jetzt war das erste Spiel gegen Bremen. Und das vorletzte Spiel der letzten Saison war gegen Gifhorn. Jetzt spielen wir wieder gegen Gifhorn. Und wir haben uns ja mit 4-4 getrennt. Und deswegen wird das eine wirklich sehr, sehr hitzige Angelegenheit. Von daher schauen wir mal, was wird. Was wird? Jo, guten Morgen. Bin jetzt wieder zurück in der Heimat. Gar nicht so rot in dem Licht, wie ihr immer gedacht habt. Ja, erstmal mega geile Leistung gestern. Glückwunsch zum 6-2, Alter. Mir extra Wecker gestellt, bin wach, bin gehypt. Ihr rockt die Scheiße heute. Ich bin zu breit. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht traurig sein. Guten Morgen, ich kenne ja. Sehr schön, dich zu sehen. Alle. Jetzt irgendwie zufällig so Jorgo. Alters, Scholz, Holters. Alter, beruhig dich. Alter, lass mal keinen Dwarf mit dem Spiel. Buch raus, hab ich gehört. Ja, also lieber das, als ein Dwarf-Dinger um die Ohren geschoben ist. Wir hauen einfach das, was die als Dwarf spielen, als Smash zurück. Alter, crazy gewesen. Kannst auch aufbauen. Schnell. Also aber nicht, wenn es ein Dwarf-Dreis ist. Also, heute sind wir nicht vollzählig. Den Urlaub haben wir auch da. Jawohl. Leute, lasst uns heute nochmal richtig zeigen, was wir drauf haben. Und ich frage euch: Was sagst du? Mario! Goodness. Yeah.
herziehen. Hallo Nico. Oder dumme Kommentare abgeben. Gott, bin ich alles verspielt. Wie schlecht gespielt. Der Urlauber. Oh yes! Stopp, sonst kriegt ich den Backer auf die Schnauze. Wir haben im Doppel leider ganz knapp verloren, 16-24. Es war sehr belastend, bin ich ins 1-1. Ich hab's irgendwie noch geholt. Leider sind die letzten Minuten gar nicht aufgenommen worden. Aber ich hab's noch gedreht. Bei dieser kritischen Entscheidung habe ich nochmal Wiederholung gemacht. Und das ist dann 22-20 gewonnen, das war sehr wichtig. Steht nur leider jetzt 4-3 für die. Und der Urlauber liegt sehr weit zurück. Ja, deswegen verlieren wir das ja wahrscheinlich 5-3. Aber auch wirklich angekommen. Leider 5-3 jetzt gerade verloren. Sehr belastend, weil wir auf jeden Fall 4-4 hatten Sprung mit dem Doppel. Aber wenn die Schulter wieder in Ordnung ist, dann läuft es auf jeden Fall besser. Also warten wir auf die Rückrunde und dann holen wir das auch. Etwas betrübte Gesichter. Sehr bittere Niederlage. So Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Ah! Oh! Mein Auge. Was ist das? Nein. Da los. Irgendwie habe ich das Einzel noch gewonnen. Was hat er nochmal gesagt? Was meinte er? Das ist das Ergebnis. Nicht so viel gefilmt. Leider, wie gesagt, hier ganz oben. Ich habe nochmal gefragt, ob man uns ändern kann. Leider meinte sie nein. Das ist da. Hat sie falsch gedruckt oder wie? Mhm. Ach so. Digga, wir haben einen Punkt weniger gemacht. Jetzt. Ich reiche die Kamera an jemanden, der stinkt. Ich reiche die Kamera an jemanden, der ein neues Paar Socken braucht. Dann reiche ich jetzt die Kamera an jemanden, der mal einen Schluck Alkohol trinken sollte. Das war richtig eklig. Ich reiche die Kamera an jemanden mit einer 100%-Quote. Ja!
Ja, das bin ich. Nach dieser Gemeinheit reiche ich die Kamera weiter an jemanden, der heute erstaunlicherweise ein echt gutes Doppel gespielt hat. Doppel? Ich reiche die Kamera an jemanden weiter, der schon wusste, dass Malte heute spielt, obwohl Malte eigentlich gar nicht spielen sollte. Und aus dem Urlaub schön breit braun gebrannt. 100 Kilo Hantelbank. Ich gebe die Kamera weiter an jemanden, der neben mir immer für die Stimmung auf dem Feld sorgt. Moin. Dankeschön. Richtig cool. So Leute, Abfahrt. 5-3, ist vorbei. Wir packen jetzt die ganzen Sachen zusammen und die Stimmung werden wir wieder ein bisschen aufpeppen. Chill. Trotz dessen, dass wir auf dem Rückweg sind, wird weiterhin Badminton konsumiert. Ergebnisse werden nachgeschaut, Leistungs werden geschaut. Hau zu der jetzt. Sie sind infiziert. Wir stehen im Stau. So, der Stau hat sich zwar nicht aufgelöst, aber wir rollen. Ungefähr wie Malte heute auf dem Feld. Spaß. Spaß. What? Ich habe nur einen Joke gemacht, auf jeden Fall. So, der Badminton-Treffpunkt in Berlin. Es gibt keinen besseren Treffpunkt als den hier. So, ich werde jetzt rausgelassen. Also diese Niederlage da im Doppel, die tut immer noch sehr, sehr, sehr doll weh. Aber in der Rückrunde werden wir das auf jeden Fall verändern. Weil nochmal so ein 25-23 im dritten Satz gebe ich mir auf jeden Fall nicht, wenn man am Ende noch einen Punkt liegen lässt. Ist auf jeden Fall sehr bitter. Aber es war trotzdem ein sehr geiles Wochenende. Und jetzt geht's back at home. Hast du noch eine Weisheit für die Leute? Komm mal mit. Das Leben ist eine Sinuskurve, Leute. Es gibt Ups und Downs. Hauptsache, es geht immer leicht nach oben. So ungefähr. Und damit, peace out. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.